Everybody says we're too young. Our love is not going on. They say you better go away, 'cause this love is made of sorrow and pain. Love is enough. Du musst dir gleich Respekt verschaffen. Hörst du bitte auf damit? Morgen, Chef. Morgen. Du bist der Boss und das musst du auch zeigen, weil sonst werden sie dich alle ausnutzen. Ich vertrete 2 Wochen lang Simoni, das ist alles. Ah, der neue Klinikchef. Guten Morgen. Guten Morgen. Morgen. Guten Morgen. Fangen Sie auch noch an? Womit? Meine erste Amtshandlung wäre Boss, Chef, Professor oder was Vergleichbares zu mir sagt. Bezahlt 5 Mark in die Kaffeekasse, bitte. Verbreiten Sie das umgehend im ganzen Haus. Das ist richtig. Von Anfang an Autorität beweisen. Zeigen, wo der Hammer hängt. Übrigens, werden Sie für die Zeit im Büro vom Professor residieren? Natürlich nicht. Nicht? Ja, er hatte mir angeboten. Aber ich setze mich nicht auf fremde Sessel. Ich würde das mal pragmatisch sehen. Wenn Sie ein vertrauliches Gespräch führen müssen, wo wollen Sie denn das machen? Im Ärztezimmer? Auf dem Flur? In der Cafeteria? Hm? Felix Schuster, na los! Ihre Tante wartet! Na, mach schon. Hallo, Felix. Hallo. Siehst du bloß aus? Was ist passiert? Hätte nicht gedacht, dass du nochmal kommst. Ich wollte schon ein paar Mal, aber ich habe mich nicht getraut. Schlechtes Gewissen. Du hast mich schließlich in den Knast gebracht. Weil du es verdient hattest. Aber ich habe mich deshalb nicht getraut, weil ich Angst hatte, dass ich es nicht verkrafte. Weil immer noch, trotzdem, weil ich dich immer noch lieb habe, Felix. Ich möchte, dass du das weißt. Ich habe hier viel Zeit zum Nachdenken. Das ist ganz gut. Inwiefern? Du hast natürlich recht. Ich hab's verdient. Hab großen Scheiß gebaut. Gut, dass du das einsiehst. Hab gedacht, ich wäre der Größte. Dass Regeln für alle anderen gelten, aber nicht für mich. Was für eine miese Einstellung das ist, habe ich erst im Knast begriffen. Oh, das ist ja schlimm, das da. Am Anfang habe ich ein paar Mal randaliert, aber ist vorbei. Und sonst? Was machst du den ganzen Tag? Ich arbeite. In der Tischlerwerkstatt. Macht sogar Spaß. Den Rest der Zeit versuche ich, mich ein bisschen weiterzubilden und in Form zu bleiben. Besser als den ganzen Tag trübe Gedanken zu blasen. Ich will die Zeit nutzen. Wenn ich in ein paar Jahren hier rauskomme, dann werde ich Perspektiven haben. Das ist gut. Das ist sehr gut. Und bei dir? Wie geht's Achim? Oh, der ist inzwischen ein sehr gefragter Mann geworden. Er hält Vorträge, schreibt Artikel. Und im OP steht er auch noch ab und zu? Ja, ja, natürlich. Oh. Sag mal, kannst du mir einen Gefallen tun? Sag ihm bitte, dass es mir leid tut, dass ich ihn angeschossen habe. Ganz ehrlich. Ist das dein Ernst? Irgendwann möchte ich die Chance haben, alles wieder gut zu machen. Egal wie, das ist mein größter Wunsch. Das freut mich.
Aber ich kann mich nicht in deinem Namen entschuldigen. Das musst du schon selber tun. Du hast recht. Ich denke, ich werde ihm schreiben. Und da ist noch jemand, dem du was schuldig bist. Sarah. Sie hasst mich, oder? So, jetzt habt ihr es geschafft, endlich. Seid ihr mich los? Was ist denn das für ein Spruch, Opa? Du wohnst schon seit Wochen in der Villa Kreuzer. Hier lässt sich kaum noch blicken. Ich bin euch doch nur im Wege. Nehmt mein Zimmer hin, mir soll's recht sein. Ja, dank sich den Rückweg zu versperren. Seine neue Vermieterin könnte sich als Drache entpuppen. Frau Charlotte ist eine sehr umgängliche Person. Aber man sollte sich immer ein Hintertürchen offen lassen. Also mir hast du immer gepredigt, man soll klare Entscheidungen fällen und auch dazu stehen. Ein Hintertürchen ist eine Entscheidung. So, das hast du mir aber nie erzählt. Was wollt ihr? Ich ziehe aus mit Sack und Pack. Papa, wenn der Haussegen in der Villa Kreuzer schief hängt, kannst du jederzeit zu uns kommen, ist doch klar. Da stellen wir dir eine Campingliege in den Flur, da kannst du wunderbar drauf schlafen. Wird natürlich ziemlich laut, wenn ich 5-mal pro Nacht mit dem Baby durch die Wohnung spaziere. Sie können das Baby ja dann wickeln. Fläschchen geben. Schlaflieder singen. Was wollt ihr überhaupt hier? Ich denke, ihr müsst arbeiten. Na, deinen Auszug lasse ich mir nicht entgehen. Also los, schaffen wir die Sachen rüber. Hey, du nicht. Wieso? Ist doch kein Problem. Na, komm, gar nicht in Frage. Sag mal, willst du mir nicht endlich sagen, was es wird? Nö. Findest du das fair? Ja, jede Frau braucht ihre Geheimnisse. Da hätte ich sie ihn erleben müssen. Er bereut. Er hat eingesehen, dass er was falsch gemacht hat. Wozu so ein Gefängnis gut sein kann. Und du meinst nicht, dass er dir was vormacht? Oh. Felix ist wieder der Felix, der er früher einmal war. Du weißt, mit wie vielen solcher Jungs ich gearbeitet habe. Und ich kann dir sagen, die spielen mir alle was vor. Und umso mehr sie auf dem Kerbholz haben, umso schlimmer sind sie. Ja, weil du ihre Bewährungshelferin bist. Aber welchen Grund sollte Felix haben, mir ein Lämmchen vorzuspielen? Mm-mm. Weil du die Einzige bist, die zu ihm hält. Das wird er sich ja nicht verderben. Ach, Quatsch. Ich hol wohl mal einen neuen Kaffee, was? Hallo? Hallo. Was braucht so ein alter Mann so viel Zeug? Das nenne ich eine Begrüßung. Das lassen Sie sich bieten? Na dann, gute Nacht. Tschüss. Papachen, lass dich nicht unterkriegen. So, ich muss auch wieder in die Klinik. Ist klar, Bus. Das kostet 5 Mark. Wieso? Erklärt die Frau Friolein. Da bin ich. Was Sie nicht sagen. Da Friedrich, also ich muss dann auch los, ja. Siehst du Felix nochmal? Lass dich nicht von ihm einwickeln. Keine Sorge. Ihr vertragt euch. Wem habt ihr gesprochen? Von Felix. Hast du ihn besucht? Nach langer Zeit. Das erste Mal, ja. Super. Er ist mein Patenkind, verdammt nochmal. Manche Leute, wenn die eine Weile im Knast sind, dann haben die eine andere Waffe. So wie du. Wie willst du denn hier mit deinen Muckis beeindrucken? Mir zählen mehr die inneren Werte. Bewegung. Bist du das Hirn frei? Wenn ich so abhängen würde wie du, wäre ich schon völlig verblödet. Aha. Du hältst mich also für verblödet. Habe ich nicht gesagt. Hat sich aber so angehört. Dann tut's mir leid. War nicht meine Absicht. Bin alles andere als blöd. Und weißt du wieso? Falls es dich interessiert, ich komme hier bald raus. Wirst du verlegt? Ganz raus, wenn du verstehst, was ich meine. Du hast noch ein paar Jährchen abzusitzen. Ich schwöre, dass du die Schnauze hältst. Ich schwör's. Nicht so.
Mit allem drum und dran. Zufrieden? Ich sorge dafür, dass Sie ins Krankenhaus kommen. Wann? Wie? Weiß noch nicht genau. Muss jedenfalls was sein, was Sie hier nicht behandeln können. Im Krankenhaus stehst du auch unter Bewachung. Da tauchen ein paar Kumpels von mir auf. Wird ein riesen Spaß. Ich weiß nicht. Wenn du Pech hast, verpasst du dir was, was wir im Krankenhaus nicht mehr reparieren können. Oder die Flucht geht schief. Vergiss es. Meine Kumpels haben eine Waffenkammer, dagegen ist die GSG 9 ein Kindergarten. Und wenn? Nach ein paar Tagen fangen sie dich doch wieder ein. Und dann gibt's ein paar Jahre Nachschlag. Mann, bist du eine feige Sau. Das gibt's doch nicht. Gute Führung, vorzeitige Entlassung. Wetten, ich komme eher raus als du? Ach, leck mich doch am Arsch. Na, Herr Steinbach, ist das ein Kaffee vielleicht? Oh ja, bitte. Achim, möchtest du auch eine Tasse Kaffee? Lass uns eins klarstellen. Wenn er jemals Freigang bekommt, ich will ihn hier nicht sehen. Ich würde mir nie wagen, ihn hierher zu bringen. Dieses Haus ist für ihn verboten, für den Rest seines Lebens. Hast du denn gar kein Vertrauen? Ich hab's verstanden. Und warum hast du mir dann nichts erzählt? Merkst du, wie du reagierst? Das ist der Grund. Wie soll ich denn sonst reagieren? Er hat versucht, mich umzubringen. Er hat mir die Frau ausgespannt und sie gequält. Er ist der letzte Dreck. Ja, aber Felix, weißt du, er hat sich verändert. Das alles tut ihm sehr, sehr leid. Typen wie Felix verändern sich nicht. Und wenn er dich noch so voll... Das ist nicht wahr. Wenn ich sein Wärter wäre, dann würde ich Schmutzzulage verlangen. Also jetzt übertreibst du aber. Ja, weil es bei dir manchmal nötig ist, sehr deutlich zu werden, damit du verstehst, was man meint. Was? Neulich hast du versucht, Katrin aus meinem Leben rauszuekeln, aus purer Eifersucht. Also das ist doch... So viel zum Thema Vertrauen. Frau Charlotte! Sie hätte mich ruhig verteidigen können. Na, hat er denn so Unrecht? Mischen Sie sich nicht auch noch ein. Vorsicht, Friedrich. Sonst stehst du ganz schnell auf der Straße. Ach, hier sind Sie, Oberschwester. Bei uns wird gleich ein Häftling eingeliefert. Wie bitte? Ein Unfall in der Gefängnistischlerei. Er hat sich einen Finger abgesägt und für Operationen dieser Art ist die Krankenstation dort nicht eingerichtet. Was für eine Art Verbrecher ist er denn? Ja, das habe ich auch gleich gefragt. Versuchter Mord. Oh, einer, bei dem Fluchtgefahr besteht, aggressiv werden könnte. Es wird ständig ein Beamter vor Ort sein, der auf ihn aufpasst. Na, besten Dank. Nein, was gibt's? Männlicher Patient 31. Amputation des linken Zeigefingers durch Kreissäge. Starker Pulsverlust. Kreislauf stabil, 4 Milligramm Morphininfinger ist auf Eis. Gut. Ein Gewalttäter. Muss das unbedingt sein? Und, was hätte ich sagen sollen? Entschuldigung, bei uns geht's halt nicht. Wir machen gleich zu. Laut Oberschwester. Hallo Sarah. Erkennst du mich gar nicht? Sie können hier nicht rein. Da kommt nicht in Frage, ich muss hier mit rein. Hören Sie, der Patient wird gleich unter Vollnarkose stehen. Und da sinkt doch die Fluchtgefahr ganz beträchtlich, meinen Sie nicht? Außerdem bin ich schwer daran interessiert, dass der Finger wieder angenäht wird. In aller Ruhe. Ich mach keinen Ärger, echt. Noch nie jemanden gesehen, der sich so elegant die Hände wäscht. Das ist eine Performance. Du willst mich verlegen machen, hm? Natürlich. Klappt aber nicht. Wie schade. Vorsicht, der Boss. 5 Mark. Aber kann ich nicht gleich so eine Zehnerkarte lösen mit einem klitzekleinen Rabatt? Ich hätte da ein delikates Problem. Der Patient, der gleich operiert wird, ist Felix Schuster. Ich nehme an, du hast nichts dagegen, den Dienst zu tauschen. Barach wird das für dich übernehmen. Wer da auf dem Tisch liegt, spielt überhaupt keine Rolle. Das weiß ich. Wir wollen jegliche Diskussion vermeiden. Lass mal, ich krieg das schon hin. Das ist kein Vorschlag, das ist eine dienstliche Anweisung. Ach so. Eine dienstliche... Jetzt Schluss. Schluss mit der Diskussion.
Musst jetzt auf Boss machen, ja? Hast es nötig. Achim, er meint's gut mit dir. Vielleicht besser so. Wo ist er jetzt? Ganz ruhig, sie hat mich zu befürchten. Wo er jetzt ist, habe ich gefragt. Im OP, wo er hingehört, alles ist in Ordnung. Nichts ist in Ordnung. Nebenan liegt dieses Monster. Frau Marquardt, bitte bleiben Sie liegen, bis sich der Kreislauf wieder stabilisiert hat. Frau Marquardt. Hallo, Achim. Nanu, wie kommt's denn? Hallo, Charlotte. Roland hat mir freigegeben. Aha. Warum? Da liegt jemand im OP, den ich nicht operieren soll. Wer? Felix. Du veralberst mich, hä? Hat sich den Finger abgesäbelt und Roland meint wohl, ich könnte ihn woanders wieder annähen. Großer Gott! Wie ist denn das passiert? In der Schreinerei weiß ich auch nicht. Wird schon wieder. Oh, ich muss sofort hin. Charlotte, das ist nur ein verdammter Finger. Achim, das musst du verstehen. Ja, aber er ist noch gar nicht aus der Narkose aufgewacht und vor morgen früh wird das auch nichts. Komm. Meinst du wirklich? Meine ich wirklich. Ja. Soll ich dir jetzt irgendwas zu essen machen, oder? Nein, nein, nein. Mach du mal den Kuchen fertig. Ich hole mir schon was. Sieht ja aus wie... Hey, morgen. Alles klar? Ganz schön bedröhnt, als hätte ich gut gesoffen. So siehst du auch aus. Wie geht's in meinem Finger? Ist wieder dran. Hab eine Menge verrücktes Zeug geträumt. Von einem Hund, der nach meinem Finger schnappt und damit davonrennt. Übel. Aber dann kam eine wunderschöne Krankenschwester. Hat dem Hund ein paar Ohrfeigen gegeben und ihm den Finger wieder abgenommen. Ach, da geht's ja. Guten Morgen. Morgen. Ein Teil von deinem Traum geht schon mal in Erfüllung. Guten Morgen, Schwester. Guten Morgen. Wie geht es Ihnen? Schmerzen? Ein bisschen. Wollen Sie einen Tee? Ich frage mich nur, wie ich trinken soll. Ich mach das schon. Na dann. Der Doktor sieht dann später nach Ihnen. Bis dann. Hey. Die Kleine steht auf dich. Meinst du? Sieh sofort. Gefällt sie dir? Ja. Dann würde ich mich mal hinterklemmen. Lohnt sich bestimmt. Sie heißt übrigens Yvonne. Yvonne? Hübscher Name. Aber eins sage ich dir. Die hat an jedem Finger 10 Verehrer. Also, nicht lange fackeln. Frau Marquardt. Margot, wenn Sie jetzt Ruhe brauchen, kann ich das verstehen. Ich komme nachher mal zu Ihnen, ja? Bleiben Sie. Sie müssen ja denken, ich bin nicht mehr ganz dicht. Was damals passiert ist, das holt sich jetzt wieder ein. Das ist nicht so schwer zu verstehen. Ich war sehr verliebt in ihn. Von Anfang an. Sein freches Grinsen und diese respektlose Art, das hat mir gefallen. Er war ein charmanter Junge. Das Schlimmste war die Abhängigkeit. Der war drauf und dran, mich aufzufressen. Ich war überhaupt nicht mehr da. Ich war wie so ein Computer, den man ein- und ausschalten kann. Der hat mich so gedemütigt. Und wenn ich mich gegen seine Beleidigungen gewehrt habe, dann hat er mich geschlagen.
Gehen Sie nach Hause. Aber bald nehmen Sie Urlaub, bis der Kerl wieder im Gefängnis ist. Vielleicht haben Sie recht. Aber dann gebe ich wieder klein bei. Felix hätte wieder gewonnen. Der darf nicht noch mal so viel Macht über mich haben. Ich bleib hier. Woran erkennt man, dass ein Fax von der Blondine ist? An der Briefmarke. Guten Morgen. Oh, guten Morgen, Oberschwester. Sind Sie hier, um den Mann zu bewachen oder um sich mit ihm zu verbrüdern? Oh, hier ist alles unter Kontrolle. Gegen ein bisschen Humor ist auch nichts einzuwenden. Was haben Sie hier drin überhaupt verloren? Ihr Platz ist draußen. Vor der Tür. Warum soll er mir nicht ein bisschen Gesellschaft leisten? Angekettet bin ich sowieso. Ist das Ihr Gefangener oder Ihr Pressesprecher? Ist gleich Visite, da haben Sie hier drin sowieso nichts verloren. Ich bin schon draußen. Noch sowas und ich werde mich über Sie beschweren. Er kommt nicht mehr vor, entschuldigen. Herr Schuster? Guten Morgen. Danke, dass Sie meinen Finger gerettet haben. Danken Sie, Dr. Barra. Ja, bis jetzt sieht's gut aus, aber freuen Sie sich nicht zu früh. Wir müssen erst 48 Stunden warten, ob Ihr Körper den Finger auch wieder annimmt. Sie werden eine ganze Weile kein Gefühl darin haben. Das ist normal. Davor brauchen Sie keine Angst zu haben. Und jetzt testen wir mal die Durchblutung. Achim, wie schön, dich zu sehen. Gib dir keine Mühe. Achim? Was willst du? Dir sagen, dass es mir leid tut. Ich weiß, dass das nicht mit einem Satz getan ist. Aber irgendwo muss ich ja anfangen. Ich wünschte, ich könnte das alles wieder rückgängig machen. Ja, weil du nicht im Knast wärst, ne? Auch wenn es mir vielleicht nicht abnimmst. Ich bin froh, im Knast zu sein. Sonst wäre ich vielleicht für alle Zeit ein Arschloch geblieben. Vergiss es. Ich würde dir ja gern die Hand geben, aber... Nein, im Moment geht's ja nicht, ne? Ja, genau. Aha, Sie haben sich noch anders überlegt? Aus einer praktischen Erwägung. Hier kommt die Anrufer an, hier liegen die relevanten Unterlagen. Was kann ich für Sie tun? Oh, bitte, nehmen Sie Platz. Ja. Dr. Heimann, ich mache mir Sorgen wegen Felix Schuster. Hm. Das ist eine heikle Sache, dass er gerade hier bei uns liegt. Ich habe mit dem Gefängnisdirektor telefoniert. Probleme gab es mit ihm nur in den allerersten Wochen. Seitdem benimmt er sich anscheinend tadellos. Also ich traue mich über den Weg. Ich auch nicht. Immerhin hat er damals meinen besten Freund über den Haufen geschossen. Wir werden ihn natürlich behandeln wie jeden anderen, aber ich finde, wir sollten ihn im Auge behalten. Und wir sollten dafür sorgen, dass die Patienten es nicht mit der Angst zu tun bekommen. Na, wenn die mitkriegen, dass dieser Herr Schuster mit einem Wachmann zur Toilette geht, dann... Da sind sofort die wildesten Sachen im Umlauf. Am besten, Sie reden mit dem Personal. Sie sollen gleich versuchen, Ruhe reinzubekommen. Chef, machen Sie sich gar nicht so schlecht. Das finde ich auch. Hi. Alina, kommst du zum Ultraschall? Ja. Und dann... Oh, wir haben den Truck sofort geräumt und ihm eine Ladung Tränengas gegönnt. Haben Sie bei sowas keine Angst? Oh, den Umgang mit schweren Jungs habe ich im Blut. Mein Vater hat auch schon als Schließer gearbeitet. Werner! Herr Haufe! Ja, das ist der Gefangene. Sorry, ich muss mal. Was denn schon wieder? Jetzt mal richtig. Na gut. Gehen Sie nicht weg hier. Ich bin gleich wieder da. Ich muss in 5 Minuten in den OP. Für länger? Es wird mehrere Stunden dauern. Wir müssen unser Bläuchchen leider verschieben. Ja, nur eine halbe Stunde werde ich abgelöst und das war meine einzige Schicht hier. Ja, aber... Warten Sie mal kurz, ich bin gleich wieder da. Hält es noch ein paar Minuten aus. Es läuft gerade echt super. Wer weiß, ob die Gelegenheit noch mal wiederkommt. Tut mir leid, aber der flotte Otto ist ein Typ, der nicht lange warten kann. Den Pfiff? Mhm. Scheiße. Du sagst das. Hallo, hey. Meinen Sie mich? Der Gefangene muss auf Klo. Soll ich ihm zeigen, wo das ist? Ich weiß, wo das ist. Wir waren da schon. Ich wollte fragen, ob Sie vielleicht mit ihm hingehen können. Ich?
Ist völlig harmlos. Der macht keinen Ärger. Stimmt doch, oder? Klar, ich muss jetzt nur wirklich dringend. Außerdem ist er noch ziemlich schwach auf dem Bein. Das war wirklich total nett von ihm. Ja. Ich verstehe nur nicht, wieso. Meinetwegen. Aber viel Zeit habe ich nicht. Hau rein, Mann. Jetzt oder nie. Schön zuknallen, ja? Alles klar, Mann. Hier rein. Das alles ist nur organisiert, um mit mir noch ein paar Minuten plaudern zu können? Aber sicher. Sie sind mir einer. Eins möchte ich Ihnen eben noch erzählen. Mein Vater, müssen Sie wissen, war ein richtiger Draufgänger. Ach ja? Er hat sich mal den Arm gebrochen und lag im Krankenhaus. Eine Krankenschwester gefiel ihm besonders gut. Als er entlassen wurde, können Sie sich vorstellen, was er dazu ihr gesagt hat? Ich habe nicht die leiseste Ahnung. Ich hätte ja nie gedacht, dass ich so schnell Vater werde. Muss ein tolles Gefühl sein. Wenn so ein Kind da zur Welt kommt, Wahnsinn. Du bist echt zu beneiden. Felix? Bist du fertig? Was ist denn los? Mir ist auf einmal so schlecht. Ich muss mich nochmal hinsetzen. Sagen Sie, was haben Sie heute Abend eigentlich vor, hat er Sie gefragt. Und was hat sie geantwortet? Na, hängt davon ab, wozu Sie mich einladen. Ein Dreivierteljahr später lag die Krankenschwester selber im Krankenhaus. Zur Entbindung. Und wer ist auf die Welt gekommen? Hübsche Geschichte. Sagen Sie, Yvonne, was haben Sie heute Abend eigentlich vor? Ich fühle mich sehr geschmeichelt, aber Windeln wechseln ist nicht mein Ding. Ich muss dann leider. War nett, mit Ihnen zu quatschen. Aber kannst du nicht einen Arzt holen? Nee. Ich dachte, ich will nicht alleine lassen. Hey! Setz dich mal. Mach dich mal frei. Wollen wir uns den kleinen Burschen mal ansehen. Aber Vladi wollte doch. Na, wenn Vladi wollte, dann hol ich ihn mal her. Keine Dummheiten. Mal fragen, was Sie hier machen? Wie können Sie es wagen, Ihren Posten zu verlassen? Keine Panik, der Gefangene ist auf der Toilette. Ich warte, bis er wieder rauskommt. Hey, Sie da, bleiben Sie bitte stehen, ja? Hallo? Bist du nicht Felix? Ganz ruhig. Hey. Hey, lass den Quatsch, okay? Das Mädel ist nicht tough genug für solche Späße. Nina, der Vladi ist nirgendwo aufzu. Was soll denn der Quatsch? Hier können Sie mal, das ist ein scharfes Instrument. Können Sie mal meine Tochter loslassen? Sie ist schwanger. Na und? Einen Schritt näher. Und ich lege sie um. Man kann doch über alles reden. 100.000 Mark und ein vollgetanktes Motorrad. Und das parkt ihr direkt vorm Eingang. In Ordnung. Und jetzt raus! Ihr habt genau eine Stunde Zeit, um das zu organisieren. Sonst ist sie tot. Versuch mal ganz ruhig tief. Raus mit euch! Ein- und auszuatmen. Ich bin doch. Wir klären das, ja? Und du hältst die Klappe. Tür zu!
Bitte nehmen Sie sich jetzt zusammen. Wenn Alina irgendwas passiert, dann ziehe ich Sie zur Verantwortung. Lassen Sie ihn, ich verstehe Sie, aber wir haben jetzt andere Probleme. Das können Sie sich sparen, die Polizei habe ich bereits angerufen. Egger, wir müssen in der Klinik für Ruhe sorgen, keine Panik. Das mache ich, Egger. Die Finger war Absicht, oder? Ich musste nur noch Harmlosigkeit verbreiten und den vertrottelten Wachmann einwickeln. War gar nicht so schwer. Mein Bauch ist ganz hart, darf ich mich mal hinstellen? Nein. Bitte. Nix. Und hör auf zu planen. Hör jetzt auf zu planen oder ich mach dich kalt. Klopfen Sie gefälligst an, bevor Sie reinkommen. Und was Neues? Du, Alina, ich hab gesagt, ich bin gleich wieder da. Nehmen Sie einfach mich. Lassen Sie meine Tochter gehen. War's das? Auf Wiedersehen. Ganz ruhig atmen. Haben Sie schon mal eine Fehlgeburt erlebt? Möchten Sie, dass meine Tochter vor Ihren Augen eine Fehlgeburt hat? Wenn ich Sie habe, ist der Druck für euch da draußen viel größer. Deshalb bleibt sie hier. Und außerdem, ein Schreihals mehr oder weniger. Was soll's? Nehmen Sie mich. Der meint es ernst. Kommen Sie. Tür zu! Ich bin die Sekretärin vom Klinikchef. Ich habe angerufen. Lehmann, Einsatzleitung. Wo ist der Klinikchef? In Urlaub. Sein Stellvertreter? Den können Sie vergessen. Die Geisel ist seine Tochter. Und wenn Sie jetzt unsere Klinik stürmen, dann geraten die Patienten in Panik. Verstehe. Wir wissen leider aus Erfahrung, dass der Geiselnehmer zu gewaltsamen Kurzschlussreaktionen neigt. Und die junge Frau ist obendrein hochschwanger. Na, fein. Karibik. Ist nicht schlecht. Brauchen Sie nicht einen guten Fahrer? Ich wüsste einen, der sofort mitkommt. Ach, 2 Wochen, keine Termine, keine nördenden Patienten, kein Stress. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie das ist. Tja. Da müssen Sie Ihr Handy aber ausmachen. Tja, sonst kommen Sie hier nie weg. Ja, Simone. Ja, dann bleibt mir wohl nichts anderes übrig. Ich bin gleich da. Fahren Sie zurück. Aber Herr Professor, das können Sie doch nicht machen. Doch, ich muss zur Sachsenklinik. Und, was haben Sie jetzt vor? Das kann ich Ihnen im Augenblick auch nicht sagen. Mit auf die Station. Zunächst einmal... Müssen Sie mit ihm reden. Ja, aber zu welchen Situation ist man ja vorbereitet. Ich möchte gerne Ihren Plan wissen. Also wir haben unseren Job gelernt, ja? Und jetzt stehen Sie nicht im Weg. Sie müssen mich nicht maßregeln, ich bin der Klinikchef. Nehmen Sie sich das für den auf. Wir müssen zuerst mit ihm reden. Ja, mit dem ist nicht zu reden, ich habe es schon versucht. So, Patient, geht auf Station. Ganz ruhig. Und was haben Sie jetzt vor? Haltet euch ja zurück. Er darf euch vom Fenster auf gar keinen Fall sehen. Ja, machen Sie schon, was ich weißt du was, der hat einen Scharfschützen hingesetzt und weißt du, wohin der zielt? Auf Alina. Ja, komm, wohin? Dann braucht eine kleine Stärkung. Ich hab keinen Hunger. Hey, du kriegst eine Beruhigungsspritze. Ich will mich nicht beruhigen. Außerdem lass mich mal los. Ich bin ein Vorgesetzter. Und? Waren die nützlich gefälligste Männer oder verschwinden? Hier habe ich mich klar ausgedrückt. So, kommen Sie mit. Nerven behalten, ich bin hier der Klinikchef, weißt du? Ich muss... Was machen Sie denn noch hier? Verschwinden Sie sofort zu Ihrem Chef. Das ist alles meine Schuld. Ich habe ihn von der Arbeit abgehalten. Dann machen Sie darüber mal keinen Kopf. Ist nicht Ihr Job aufgefallen, Sie auch schnell. Felix!
aufstehen? Nein. Was denn? Sie können hier nicht durch. Ich bin der Klinikchef. Ich gehe jetzt da hinein. Warten Sie. Ich komme jetzt, ja? Mit erhobenen Händen. Herr Schuster, wir sind bereit, Ihre Forderungen zu erfüllen. Machen Sie sich keine Sorgen. Sie haben noch genau 32 Minuten Zeit. Möglicherweise brauchen wir ein bisschen länger. Wozu? So viel Geld können wir nicht in 32 Minuten besorgen. Wenn die Frist vorbei ist, dann schnitze ich Ihr Muster in die Kehle. Machen Sie den Leuten Feuer unterm Arsch. Hier ist jemand, der mit Ihnen sprechen möchte. Was soll ich mit dem Opa? Nee, danke. Sie haben Angst vor mir. Sehe ich so aus? Im Gegensatz zu Ihnen habe ich vielleicht eine Möglichkeit, wie wir alle aus dieser vertrackten Situation herauskommen können. Ziemlich schwierige Lage, in die Sie sich da hineinmanövriert haben. Und die Sie kriegen, sind Sie erledigt. Kommen Sie zur Sache. Wir könnten die vorübergehende postoperative Unzurechnungsfähigkeit attestieren. Soll das ein Witz sein? Saukomisch. Raus mit Ihnen. Überlegen Sie sich das so. Einen Deal machen Sie nie wieder. Raus jetzt! Jetzt setzen Sie das Messer erstmal an meine Kehle und lassen das Mädchen gehen. In 30 Minuten stirbt sie. Und das, was sie mit sich rumschleppt, auch. Ich kann nicht mehr, bitte. Sei endlich ruhig. Ach ja, und noch was. Wenn ihr so scharf drauf seid, die Geisel auszutauschen, da kommt nur eine in Frage. Und die heißt Sarah Marquardt. Sarah! Sarah! Das könnt ihr nicht verlangen. Das kann ich nicht. Sarah, bitte. Sie ist im 7. Monat. Sie hat Schmerzen. Das wird sie nicht durchstehen. Da gibt's gleich eine Fehlgeburt. Sarah, was habt ihr zu befürchten? Wenn seine Forderungen erfüllt werden, ist er gleich weg. Ich kann das nicht. Doch, du musst! Das ist eine dienstliche Anweisung. Roland, das können Sie von Frau Marquardt nicht verlangen. Von jedem hier, aber nicht von ihr. Dieser Schuster weiß das ganz genau. Das ist ein kunstgemeiner Trick, um uns zu quälen. Wenn man sich darauf einlässt, spielt man ihm doch nur die Fäden in die Hand. Ja, das längst in der Hand. Ich will nur, dass Alina hier heil rauskommt. Ja, das wollen wir alle. Frau Gauss, Sie haben Sie durchgelassen? Ich habe niemanden gesehen. Wer sollte mich denn nicht durchlassen? Na, die Polizei. Was? Ja, dann wissen Sie doch gar nichts. Felix Schuster hat einen Fluchtversuch unternommen. Und jetzt hat er sich oben verschanzt mit Alina Heimann als Geisel. Felix? Ja. Bleiben Sie lieber hier. Die Polizei schickt Sie sowieso gleich wieder runter. Das wollen wir doch nicht sehen. Oh nein, das kann nicht sein. Ah. Was ist denn los? Ah. Ich hab nichts gemacht. Ah. Sag mal, kriegst du wen oder was? Also jetzt fang bloß nicht an, hier eine Sauerei zu machen. Hört ihr, wie die schreit? An eurer Stelle würde ich mich beeilen. Jetzt sei endlich ruhig. Kann hier endlich mal was passieren? Sie können hier nichts tun. Bitte gefährden Sie nicht unsere Arbeit. Yvonne? Was haben Sie vor? Ein Scharfschütze hat ihn gesehen. Warum gehen Sie nicht für seine Forderung ein? Weil er sonst das Mädchen mitnehmen wird. Oder eine andere Geisel. Sonst hat er weiter nichts zu tun. Das können Sie nicht machen. Wer bringt Alina um? Meint das ernst? Wenn dem Mädchen irgendetwas passiert, mache ich Sie persönlich dafür verantwortlich. Ist das klar? Haben wir den Geldkoffer? Ja.
Dann schick den rauf. Achtung, alles hört jetzt auf mein Kommando. Was sollen die ganzen Spanner da draußen? Schicken Sie die Leute weg, sonst passiert hier gar nichts. Gehen Sie, kommen Sie. Sei endlich ruhig. Lassen Sie sie. Charlotte. Bitte bleib. Professor, ich wollte noch was mit Ihnen bereden. Ja? Wie geht's, Alina? Der geht's gut. Wir werden Sie zur Sicherheit in die Spezialabteilung von Professor Keller verlegen. Sehr gut. Das mit der Vertretung, das hat sich ja nun erledigt. Wieso? Ich habe heute nicht gerade eine souveräne Figur abgegeben. Mein Lieber, wenn ich an Ihrer Stelle gewesen wäre... Nein, nein, Sie genießen nach wie vor mein volles Vertrauen. Na da. Barbara fährt mich zum Flughafen. Sie hat den nächsten Flieger gebucht. Ach, Heilmann. Ja? Sie könnten mir einen großen Gefallen tun. Gern. Da steht mein Gepäck. Mit Vergnügen. Und Sie geben Gas. Nicht, dass Sie den Flieger verpassen. Das ist eine Dienstanweisung. Keine Sorge, Chef. Ha, das kostet 5 Mark. Wieso? Ich erklär's Ihnen. Guten Flug. Danke. Everybody say, so young.